Wer hat dir denn das Ganze eingetrichtert? Jetzt kommt's. Was geht jetzt? Ey, was ist da los? Und jetzt geht es sehr emotional weiter mit Jana Maria und Umut. Jawohl, darauf haben wir doch nur gewartet. Was geht ab, Leute? Willkommen zu Let's Talk About Temptation, Baby. Hier werde ich wie immer alle Folgen kommentieren und analysieren. Würde mich super freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Aktiviert die Glocke, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Wiedersehen von Temptation Island VIP. Let's go! Ich freue mich unendlich, dass Sie alle hier sind. Ich bin vor allem gespannt, wer ist noch zusammen, wer ist wieder zusammen. Vielleicht hat sich auch jemand neu gepaart. Es gibt vielleicht auch viel Verwirrung und deswegen entwirren wir das jetzt. Und ich möchte noch was in eigener Sache sagen, was mir sehr am Herzen liegt, weil Hass im Netz ist ein Thema, was definitiv in keinster Weise Platz bekommen sollte, was in keinster Weise Fläche bekommen sollte. Und denkt euch bitte immer, es stecken Menschen hinter jedem Profil. Deswegen seid respektvoll und verteilt bitte einmal mehr Liebe anstelle von Hass. Herzlich willkommen. Ja, das ist ja mal ein Einstieg, wa? Ich glaube, die Staffel war es mit dem Hate gar nicht so schlimm. Da gab es schon schlimmere Staffeln. Aber Freunde, ja, also mich hat es ein bisschen erwischt. Ich bin ein bisschen krank, deswegen habe ich mir einfach heute diese Brille angezogen. Freunde, ich sehe aus wie Scheiße. Nichtsdestotrotz fassen wir kurz selber zusammen. Also, wir haben Kala und Easy gehabt, ja. Die haben es gepackt, ohne Probleme, sagen wir jetzt einfach mal. Dann haben wir Mimi und Yannick, die haben es auch gepackt. Denise und Lorik, wo irgendwie sich getrennt haben, aber jetzt ich gespannt bin, ob die noch zusammen sind oder getrennt sind. Und wir haben Umut und Jana Maria, wo Umut halt voll reingeschissen hat. Und Umut, denke ich mal, auch da nicht mehr weitergekommen ist. Aber mit Emma vielleicht. Wir gucken rein. Wir starten mit einem Paar, was nach Temptation Island VIP getrennte Wege gegangen ist. Denise und Lorik. Ich habe ihm die Wahl gelassen. Ich meinte so, entweder ich gehe oder wir führen die Beziehung weiter. Aber ich mache das nicht mehr mit dem Feiern, weil es halt immer nur Gelüge war und immer nur irgendwelche Sachen erfinden. Und er hatte die Wahl. Wir haben alles schon gesehen, Freunde, alles schon drauf reacted. Ich warte, das ist immer doof für uns hier, ne, die Bilder, die man so sieht, weil man da, weil wir alles schon erzählt haben. So. Ich will nicht irgendwie, ja, ein paar. Aber bei Denise habe ich den Eindruck, die Bilder sind irgendwie doch noch nicht so ganz verarbeitet. Wenn du heimlich feiern gehst und das dann aber im TV erzählst, dann hast du doch nicht Fuchs gemacht. Ja, das Ding ist, ich bin jetzt nicht zum ersten Mal im Fernsehen, dass ich dann, jede Kamera wirklich zu jeder Sekunde im Kopf habe. Mit den Mädels habe ich mich super cool verstanden. Dann hast du das da halt. Aber beim letzten Lagerfeuer hat er doch gesagt, er hat bewusst gemacht. Ja, ihm ist ja klar, dass Kameras da sind. Erzählt und ich wollte, cool, es war dumm, ja, ich wollte einen auf cool machen, sag, nach dem Motto, meine Freundin ist nicht diejenige, die Hosen anhat und mich runterbuttert, sondern, ja, war vielleicht scheiße formuliert, aber ich wollte es dann irgendwie lustig rüberbringen. Aber dass es Kacke war und man nicht macht, ist mir klar. Sehr gut. Ich schon wieder blau wie der Ozean. Und ich glaube, dass ich fliegen kann wie Peter Pan. Also ich merke halt hier, dass ich echt so eine Entwicklung durchgemacht habe oder noch mache, wo ich irgendwie mich selbst wiederfinde. Ich glaube, ich habe, wenn ich hier rauskomme, ein anderes Leben. Die Entwicklung zum Shotgirl. Irgendwie. Du bestehst aus Denise und Dennis E. Wer ist Denise? Wer ist die wahre Denise? Das ist die Frage aller Fragen. Denise ist eine Mischung von Party-Shot-Girl und Stubenhocker. Eine bunte Mischung aus beidem. Ergänzt sich, würde ich sagen. Und warum unterdrückst du einen Teil davon? Was heißt unterdrücken? Das war vielleicht die falsche Wortwahl. Ich würde eher sagen, ich hätte mich so ein bisschen zurückgenommen. Was natürlich auch nicht richtig ist und wovon er aber halt auch nichts wusste. Weil woher auch? Ich habe immer zu ihm gesagt, ich will das nicht, ich mach das nicht und so weiter und so fort. Wer hat dir denn das Ganze eingetrichtert? Jetzt kommt's. Warum zeigst du jetzt gerade auf Mimi? Jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, Mimi hat natürlich viel ihren Senf dazugegeben, aber auch völlig zu Recht. Aber wir haben ja nur schlechte Bilder gesehen. Ja, das Ding ist, Mimi ist, als die reingekommen ist, hat Mimi ja schon direkt gesagt, ich habe eine Grundhaltung gegenüber Lorik oder mit der Beziehung. Ich fand, Mimi war auf jeden Fall eine gute Freundin. Ich finde, was sie gesagt hat und gemacht hat, war aus ihrer Sicht sehr richtig. Mimi kann das nicht beurteilen, ob Denise sich verändert hat, weil sie ein Jahr lang keinen Kontakt hatten und wir sind nach dem Kontaktabbruch von den beiden Mädels erst zusammengekommen. Bist du dir sicher? Mimi, du weißt doch gar nicht, wie sie ist in der Beziehung. Na, aber ich weiß, wie sie war. Und jetzt? Na und was? Und jetzt? Hä? Also soll sie sich zurücknehmen, aber kennst du nicht? Mich? Also ich sag euch ehrlich, Freunde, ich find's einfach cringe, so in anderen Beziehungen sich einzumischen, so gefühlt. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist, also ich hätte einfach ich wäre verleise geblieben, hätte gesagt, ja, hätte vielleicht meinen Senf dazu gegeben, aber so, dass man darauf bestehen muss, wie Denise ist und so und deren Beziehung und bla, irgendwie da immer, ne, ich meine, das ist schon ein bisschen, also ich finde es ein bisschen unangenehm, einfach, versteht ihr? Meine Meinung in diesem Haus hat sich dadurch gebildet, also erstens war ich einfach nur traurig, dass Denise nicht mehr die Denise war, aber es war okay für mich, weil es einfach wie ein neues Kennenlernen für mich war, aber dann habe ich gemerkt, okay, die Denise ist ja noch da drin, die Dennis E., und sie will eigentlich gar nicht da drin eingesperrt sein. Und wenn ich dann Geschichten höre und Bilder sehe, dadurch bildet sich doch meine Meinung. Ich glaube, Mimi hat nur die Eindrücke, die sie sieht, will natürlich dann ihre Freundin schützen, weil sie ja nichts Positives zu sehen kriegt. Und da ich bin schnell und einfach zu manipulieren, das ist ja kein Geheimnis. Aber gut, dass sie es erkannt hat. Und dementsprechend nehme ich mir dann dem Ganzen halt auch sehr schnell an, statt halt mal die guten Sachen zu nennen. Und dann fühlt sich Lorik natürlich dann in einer doofen Situation, weil er denkt, na toll, die ganze Zeit werde ich beleidigt oder keine Ahnung was. Und findet er dann natürlich auch nicht cool. Und so stehen jetzt die beiden gegenüber und ich sitze dazwischen und ja. So, Denise, Alter, du musst da wissen für dich selber, was willst du, wer willst du sein? alles andere, ne, ich meine, da wird immer von außen geredet und so, ne? Denise, du musst sagen. Ich finde also, eine gesunde Beziehung muss immer im Gleichgewicht und auf Augenhöhe passieren, ja. Am Anfang, als wir zusammenkamen mit Izzy, der war ja auch so ein Teufel, ja, der ist ja nie nach Hause gekommen, ja. Ja, du doch auch. Ja, und ich habe auch nicht zu Hause auf ihn gewartet, habe meine Mädels genommen, bin auch um die Häuser gezogen, ja, weil man darf sich nicht in diese Rolle, ja, die Rolle akzeptieren. Denise macht bei mir den Eindruck, sie braucht schon so einen, genauso wie ich manchmal so Kader brauche, so, aber ne, wir brauchen immer einen Gorilla, der auf uns aufpasst, ist doch normal. Wie ist jetzt dein Beziehungsstatus? Ich bin Single. Bringt doch nichts. Ja, kam von der einen auf die nächste Sekunde so absolut unerwartet. Wie ging es denn bei euch beiden danach weiter? Ja, wie ging es weiter? Ja, danach haben wir tatsächlich nicht eine Minute geschlafen. Wir haben komplett, bis wir wieder in Deutschland waren, durchgeredet, über alle Situationen gesprochen. Lorik wollte gerne auch verstehen, was ich meine mit, ich habe mich verändert und so weiter und so fort. Und das habe ich ihm dann alles erklärt. Er hat mir halt auch nochmal deutlich gemacht, dass er diese Version von mir auch liebt und dass es egal ist, ob Denise oder Dennis eh. Und das ist fein. Und ich brauche mich da nicht zurücknehmen, weil ich habe ja ihm auch nie gesagt gehabt, dass ich mich zurücknehme. Ich habe es einfach gemacht. Und wir dachten vor Temptation, unsere Beziehung ist super und intakt. Haben dann aber gemerkt, okay, so ein paar Risse sind da doch vorhanden. Und wir sind dabei, die zu füllen. Und ich würde sagen, wir sind echt auf einem guten Weg. Und das klappt eigentlich ganz gut mittlerweile. Und auch viel weniger Stress. Er hat sich viel von mir angenommen. Ich habe viel von ihm angenommen. Und es ist schön. Temptation war für uns wirklich was Gutes. Auch wenn das selten der Fall ist. Aber es hat für uns absolut was Positives gehabt. Ist denn jetzt alles gut? Bei uns? Mhm. Zwischen uns ist alles gut. Ja. Wir haben einige Baustellen geklärt. Viele, ja. Und verarbeitet. Und ja, wir sind immer noch weiterhin, je nachdem, wie man es sehen mag, ein Paar. Finde ich wunderschön. Ich wünsche euch beiden. Ja, ist doch super. Also im Endeffekt, ne, das waren auch, ich sag euch ganz ehrlich, Freunde, das sind halt,
irgendwie auch Probleme gewesen, die man irgendwie auch locker irgendwie bekämpfen kann. Oder sagt man das? Probleme beseitigen kann, so. Und ja, ich weiß nicht. Denise muss ihre Selbstfindungsphase, aber alles so schwammig und so. Aber ich glaube, die ist happy, Mann. Ich glaube, die ist happy mit Lorik da. Ich glaube, die braucht das auch. Ich will auch noch was sagen, was Denise braucht, aber ich habe das Gefühl, wie sie wirkt. Das Party-Ding, so, das macht die irgendwie 2-3 Wochen so, dann ist das auch wieder langweilig. Dann braucht sie einen Mann an ihrer Seite. Habe ich so das Gefühl. Das ist mein Eindruck. Und ich glaube, sie macht da jetzt gerade alles richtig und das, worauf sie Lust hat. Deswegen, Lorik und Denise, ich wünsche euch alles Gute. Mimi und Yannick, sie haben Temptation Island VIP dazu genutzt, um ihre Beziehung zu stärken. Aber eine Frage bleibt im Raum. Haben sich auch wirklich beide auf das Experiment eingelassen? Ich stoße jetzt nicht an, ich hasse sowas. Ja. Ich würde Yannick mit den 3 Worten beschreiben, und zwar devot, langweilig und super langweilig. Ich möchte dir einen Lapdance von einer Dame deiner Wahl geben. Möchte ich nicht, danke. Stehe ich überhaupt nicht drauf und ne, ich will diese scheiß Tage nur noch vorspulen. Wenn er sich da so unwohl fühlt, ist halt, weiß ich nicht, ob das der Sinn der Sache ist. Mimi, du hattest auf jeden Fall Spaß. Was sagst du denn zu seinem Verhalten? Jetzt bin ich gespannt. Also ich habe Yannick ehrlich gesagt noch nie auf den Tischen tanzen sehen oder sonst irgendwas. Das ist einfach seine Art zu feiern und ich finde das vollkommen in Ordnung. Und dass die Verführerinnen sich da gekränkt fühlen in ihrem Stolz, dass sie da nicht durchgekommen sind, ist einfach nur lächerlich, dann zu sagen, dass er langweilig wäre oder devot oder dass ich die Tyrannin wäre, weil das einfach eine Respektsache ist, dass er loyal ist und nicht oder kein Interesse daran hat, sich von solchen Personen angraben zu lassen. Ja, gut, aber ich meine, es hat schon so gewirkt, ne, dass er da unterm Pantoffel steht. Keine Frage, das sah schon so aus. Ne? Also das ganze Ding bei den beiden, das sah schon so aus. Ne? Wenn man das dann einfach ausspricht, so, wenn man den Eindruck hat, dass das einfach so aussieht, dann muss man auch damit klarkommen. Ne? Und das ist dann auch irgendwie gefühlt, ja, also, ne, ist, was heißt lächerlich, die Aussage von der Verführerin so? Das macht halt den Eindruck. Ja, das ist ja auch nicht so respektlos irgendwie gefühlt, so, sondern das ist ja auch Fakt irgendwo, weißt du? Also ich finde, er hat dort alles richtig gemacht. Das ist halt die andere Frage, ne? Klar, treu war er und drauf eingelassen hat er sich auch nicht so, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Findest du, er hat sich auf den Treuetest eingelassen? Ich finde schon, dass er sich auf den Treuetest eingelassen hat. Nein. Also wo hat er sich darauf eingelassen? Lorik schüttelt schon mit dem Kopf. Kann man so und so sehen. Für jeden anderen ist ja irgendwie auf das Experiment einlassen, geht man ja anders an. So. Wird anders definiert, genau, auf jeden Fall. Also für seine Verhältnisse vielleicht hat er schon mitgemacht, oder? Ja, das sage ich ja, ist ja für jeden anders. Ja. Inwiefern? Wie wäre es denn, wenn wir einfach Yannick fragen? Der weiß es ja am besten. Man sich einlässt. Ich habe so für mein Gewissen so mitgemacht, wie ich mitmachen wollte und wie ich mein Naturell auch ist. Also ich bin nicht das Partytier. Sie feiert halt gerne und feiert mehr und bewegt sich dazu mehr, als ich es tue. Und daraus jetzt zu schließen, mehr Partybilder gleich mehr der Verführung gestellt, finde ich nicht richtig. Ja, aber da war ja auch, ich meine, wenn du jetzt auf die Partybilder eingehst, so, ne? Man hätte ja auch ein bisschen den Janni K. Ich hätte gerne den Janni K. in dir gerne gesehen, der vielleicht nicht auf den Tischen tanzt, aber der sich vielleicht einfach mal mit einer Verführerin unterhält oder so. Oder dass da irgendwie mal, keine Ahnung, irgendwas passiert. Gerade hier auf der Reise bei dem Temptation Island habe ich gemerkt, dass ich so einen loyalen Freund habe und so stolz sein kann, dass ich so einen Mann an meiner Seite habe. Ich glaube, dass Mimi mir einfach am meisten bedeutet. Was geht jetzt? Was ist da los? Boah, ich hab mich so krass vermisst. Das war fast schon krank. Hä? Aber allein, der will da sagen, ich soll. Wo meint der? Soll ich heiraten? Wird doch passieren. Abbruch. Nach
dieser Reise sind Yannick und ich, glaube ich, komplett offen. Verlobung wird kommen, Kinder eventuell irgendwann, alles nach unserem Tempo. Wir werden es irgendwann machen, wie es uns gefällt. Tja. Kann mal einer was sagen? Yannick, was macht dich so emotional? Was ist los? Ja, die Bilder nochmal zu sehen, das ist natürlich, das war eine... Warte. What the fuck? Es war natürlich eine emotionale Reise, ein emotionales Date. Die Worte, die so gesagt wurden, die nimmt man sich auch zu Herzen. Also, ich jedenfalls. Und ist natürlich, ja, sind starke Worte, schöne Worte. Und, ja, auch die Worte, die man hören will, mit der Intention, in der ich diese Beziehung damals mit Mimi auch eingegangen bin. Ich brauche kurz. Ey, warte, läuft? Oder haben die Beef? Kann mir einer sagen, was jetzt hier los ist? Ihr seid so unendlich glücklich aus. Was ist passiert? Ich würde es selber gern verstehen. Ich würde es selber gern verstehen. Voll traurig. Das Ding ist, natürlich war das eine emotionale Reise. Und man hat da so gemerkt, was man an einem hat. Und war der Meinung, dass man alles gewuppt bekommt, weil wir einfach so stark sind. Auch bei dem Date, gerade bei dem Date, habe ich mir gedacht, ah ja, krass, was will man mehr? Wir kriegen doch alles hin. Und wir haben uns ja auch, also ich dachte, wir haben irgendwie dieselben Standpunkte und dass wir, keine Ahnung, das war alles so krass intensiv. Und auch alles, was da gesagt wurde, mit heiraten, Kinder, alles in unserem Tempo, weil das war ja alles auch fein, aber irgendwie war die Umsetzung im richtigen Leben dann anders. Aber wir haben, glaube ich, eine andere Priorisierung, was Zeit miteinander angeht. Und okay, ich glaube, die sind getrennt, Alter. Ich werde da auch ja nicht glücklich, wenn ich, weiß ich nicht, meine Partnerin mehrmals die Woche sehen möchte und mir auch mal wünschen würde, ja, in einer bestimmten Art und Weise auch mal Zeit zusammen zu verbringen und vielleicht nicht absichtlich oder vielleicht auch gar nicht bewusst, vielleicht bin ich da auch zu dünnhäutig, ich weiß es nicht, aber wenn dann irgendwie mehr rüberkommt, so, ey, es sind aber andere Dinge ein bisschen wichtiger und dann irgendwann kann man damit entweder zurechtkommen oder halt eben auch nicht. Und jetzt, ja, kam der Entschluss, dass es nichts bringt. Ja. Boah, also harte Nummer eigentlich, ne? Ich meine, da siehst du mal wieder als Beispiel, wie viele Staffeln habe ich denn schon gesagt, bist du nett als Mann, bist du der Mann, wo nix an keine Scheiße baut, wirst du verlassen, Alter. Warum ist das in dieser gottverdammten Welt so? Warum werden die guten Männer, warum sind die uninteressant? Ich verstehe es nicht. Warum musst du ein Arschloch sein, damit du bei den Frauen interessant bist? Ey, erklärt mir das. Das ist ja nicht zu glauben. Ne, jetzt schon wieder der Fall Yannick, so, ey, und der hat doch, ich denke mal, der ist wirklich ein toller Typ, so. Und mit dem kannst du durchstarten und kannst auch eine Zukunft planen. Da gehe ich 100. Der ist auch voll schlau. Hört man, der immer wieder redet und so. Aber hat dann wahrscheinlich dann auch nicht gereicht für Mimi. Oder so. Ich weiß es nicht. Man merkt richtig, wie ihr leidet. Ja, aber warum, wer leidet? Warum? Der Yannick? Okay, weil er mehr Zeit, weil er mehr von Mimi wollte und Mimi anscheinend keinen Bock darauf hat. Warum weint Mimi denn? So, ich meine, aus Mitleid so, oder warum? Was ist der Grund? Wie kamt ihr zu dem Entschluss? Ich habe halt so das Gefühl, dass wir immer wieder wegen denselben Themen streiten. Und das ist wie, als würden wir miteinander sprechen, aber eigentlich so aneinander vorbei. Und man denkt, okay, man will dasselbe oder denselben Weg gehen, aber eigentlich verstehen wir uns gar nicht in dem Sinne. Und dann reicht leider Liebe nicht aus. Es geht gar nicht um die Liebe. Die Liebe ist da und das habe ich auch gesagt. Die reicht nicht aus.
das ist... Ja, nur die Liebe reicht nicht aus. Nee, auch die Liebe an sich reicht nicht aus, weil ich bin der Meinung, aber ist auch jeder unterschiedlich, wenn du wirklich zu 100% liebst, schafft man das. Das sehe ich auch so, Freunde, ja, weil wenn du zu 100% liebst, ja, dann setzt du auch deine Prioritäten. Wenn du voll eine Person liebst, dann willst du die auch doch immer sehen. Verstehst du, wie ich meine? Also, wie ist euer Beziehungsstatus? Wir sind seit einer Woche jetzt ungefähr getrennt. Oh, ist aber krass frisch. Und das war's jetzt für immer? Von meiner Seite aus auf jeden Fall, ja. Ich liebe Mimi über alles. Ich glaube, das sieht ein Blinder, aber ich bin sehr enttäuscht und ja. Warum? Ich bin sehr verletzt und... Warum? Wenn man sowas wie Prioritäten und Zeit nicht vereinbaren kann, dann macht es keinen Sinn. Krass, Alter, ne? Also, wie gesagt, Freunde, der Yannick, für ihn ist das Ding auch durch so geführt, hat man jetzt gerade gehört, so, ne? Und, das finde ich jetzt hart. Das finde ich echt hart, weil hätte ich einfach nicht gedacht, ne? Er hat da gefühlt irgendwie alles gegeben und ja, ich denke mal, es liegt einfach an Mimi, das, weil ich habe jetzt hier gar nichts von Mimi gehört, ne? Gefühlt so. Woran hat das denn gelegen? Ey, was ist denn der Fall? Ich blick da gar nicht durch. Was ist da passiert? Wollte Mimi ihn nicht genug sehen oder ja, oder habe ich das jetzt... Kadalot und Easy, aha, die beiden sind fast seit 15 Jahren zusammen. Und dann gab es die größte Herausforderung, Temptation Island VIP. Da war ich außer Rand und Band. Was sagst du, Easy, ist gut? Hammer. Na, ruhig. Sowieso, du bist einmalig. Oh, das wollte ich hören. Aber ich habe ja bei ihr so diesen, keine Ahnung, so Urvertrauen, glaube ich, so irgendwie Vertrauen. Ich glaube, mit dir sind wir seelenverwandt, ne? So. Kader? Wir haben nun mal wirklich eine sehr gefestigte Beziehung, dachte ich, ja. Und als wir bei Temptation, als wir da mitgemacht haben, habe ich auch gemerkt, also die Beziehung kann immer, auf nichts gibt es Garantie im Leben. Ja? Und da habe ich wirklich gemerkt, diese Seite, die ich von Easy kennengelernt habe, die er so am Tag hingelegt hat. Ja? Die kennst du doch was, schon. Was ist, aber so in diesen Ausmaßen kannte ich gar nicht. Ich dachte, in dir steckt ein Teufel. Ich dachte, sie bereut jetzt endlich mal, dass sie das da jetzt missverstanden hat wegen Temptation und sagt, oh Mann, hätte ich es ihm doch gegönnt. Jetzt redest du wieder negativ. Du hast mir den Eindruck vermittelt, du hast alles jahrelang geschluckt. Und bei Temptation ist alles ausgebrochen. Nein, so bin ich wirklich und noch ein bisschen zackiger drauf. Und du hast es selber immer miterlebt. Und das hat sie auch gefeiert. Aber nicht so in dieser Intention, nicht so easy. Was ist denn da? Ich wusste nicht, dass nicht drei Frauen massieren. Ich dachte nur Monique, die aber hatten wir uns vorher nicht versprochen, dass uns keiner massiert? Nein, du hast gesagt, es gibt keinen Körperkontakt. Körperkontakt heißt für mich... Massage, kein Körperkontakt. Aber ich meine, Masseurin ist doch... Ist ja was anderes. Auch in Berlin ja, aber Frau. Da sind doch die Kameras nicht auf dich gerichtet. Also, und sechs Hände waren an dir dran. Ja, die sechs Hände habe ich nicht mitbekommen. Aber ich meine, wenn ich irgendein Format mitmache oder Temptation, ich wollte mich so, wie ich wirklich bin, auch mich zu der Sache stellen. Ganz einfach. Ich habe auch meine Grenzen gehabt, natürlich. Aber ich habe da einfach gefeiert. Und ich habe sogar gefeiert, dass Kader so feiert. Ne? Aber ich finde es schade, hättet ihr ein paar... ältere Männer gecastet, die in meinem Alter sind. Was hättest du dann gemacht? Ja, vielleicht hätte wirklich jemand mein Herz versucht zu erobern. Nee. Ich wollte ja auch gucken, ob ich überhaupt in der Lage bin, mich wieder frisch zu verlieben. Bei den Verführern hatte ich ja meistens Muttergefühle. Aber ja? Eine Sache muss ich noch verteidigen, das mit Seelenverwandte. Ich habe dieses Wort, das tut mir wirklich leid, ich habe ja natürlich danach gegoogelt, für mich war das Wort... Seelenverwandte so als Kumpeline und da wird nie was passieren, so, also was zwischen Mann und Frau passieren kann. Das war damit gemeint. Ja, easy. Das haben wir, glaube ich, schon verstanden. Also ich habe es auch so aufgenommen beim Easy. Ich habe es auch so verstanden.
war auch klar, dass das dann bei Kader nicht so ankommt, ne? Aber da habe ich natürlich die, ja, falsche Information gehabt. Naja, okay. Hättest du, Kader, hättest du Easy einen Fehltritt zugetraut? Naja, ich sag mal so, also für mich fängt der Fremdgehen immer mit dem Flirten an. Oh. Das ist alles eine Kopfsache. Es fängt alles im Leben im Kopf an. Ist doch so. Ja? Na und, was soll man jetzt nicht flirten oder wie? Flirten in gewissen Maßen ist ja auch erlaubt, ist ja auch nicht schlimm. Wir können ja nicht blind durchs Leben gehen. Aber wenn er sich da jetzt jemand umarmt hätte und geküsst hätte, glaube ich, also das wäre schon für mich schon Glaubst du, dass ich das machen würde? Nein. Eine bessere Frau kriegt er sowieso nicht als ich. Da bin ich wirklich selbstbewusst. Nein, aber es ist so, ja, dass wir heute so sind und auf Augenhöhe sind. Das war harte Arbeit, sage ich euch. Aber das funktioniert auch, wenn der Kern, die Liebe da ist. Ansonsten funktioniert das. Ja, anscheinend nicht. Anscheinend hat das bei Mimi nicht ausgereicht. Aber nur wenn die Liebe da ist, es ist, nee, das ist aber, ich reicht das nicht anders. Immer aus. Ist jedes anders. Sorry, ganz ehrlich, ich sehe das von Tag 1, das habe ich auch Yannick gesagt, dass die Liebe von Mimi aus zu Yannick nicht so richtig da ist. Und genau deswegen funktioniert es nicht. Okay. Funktioniert es nicht. Und bei Lorik und ja, damit kann ich auch leben. Also so sah es auch aus. Denise habe ich gesehen, da ist... Nicht unbedingt auf den ersten Blick, aber wenn man jetzt mal alles so auch jetzt Yannick sein Gespräch im Nachhinein gehört hat, ne? Die Liebe, aber da sind Meinungsverschiedenheiten, da wird es klappen. Das habe ich Tag 2 gesagt. Ihr hattet eine wunderschöne Reise. Die wichtigste Frage, hat Easy dir mittlerweile Frühstück ans Bett gebracht? Einmal. Ich komme ja nicht dazu. Einmal. Ja, Easy, es ist schon traurig, ne? Einmal. Was ist passiert? Warum kümmerst du dich nicht? Sie ist immer, auch wenn ich den Wecker stelle, vorher wach wie ich. Sie ist immer vorher wach. Ja, ja. Ihr zwei, es war uns ein inneres Blumenpflücken mit euch. Ihr habt diese Reise sehr bunt mit viel Feuerwerk gestaltet. Freut uns auch sehr. Danke, dass ihr dabei wart. Gerne. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ja, war geil. Carla, Easy, wir sehen uns. Und jetzt geht es sehr emotional weiter mit Jana, Maria und Umut. Jawohl, darauf haben wir doch nur gewartet. Die sind so davor, sich zu küssen. Schämst dich dafür, dass ich so bin, wie ich bin? Ich habe gedacht, er hat daraus aus seinen Fehlern gelernt. Ich hoffe, du hast heute sehr gut gefrühstückt, denn bei uns gab es heute 2 Rühreier und eine deutsche Bratwurst. Und als Nachtisch gibt es dich. Dich! Ich möchte einfach so einen Mann nicht an meiner Seite haben. Ich habe sowas nicht verdient. Komm, Freunde, wir haben jetzt doch alles gesehen. Wie viel wollt ihr da noch zeigen? Jana Maria, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das alles für dich keine leichte Kost ist. Vor allem, weil du auch weißt, was noch kommt. Es ist schon schwierig, jetzt nochmal die Bilder alle zu sehen und das nochmal alles zu erleben. So. Das kommt halt alles immer wieder hoch. So, und das ist nicht schön. Ja, glaube ich. Was sagst du denn zu den Bildern? Umut? Wir wussten, was für ein Risiko wir eingehen. Wir wussten, dass auch unsere Beziehung auf der Kippe stand. Ja. Es gab Momente, wo wir unglücklich waren. Und dieses Experiment dafür da ist, hey, wir gehen dieses Experiment auch so ein. Aber ich habe dich geliebt. Und da kannst du mich nicht so verletzen. Verstehst du? Unter diesen Umständen, wie es passiert ist, nicht cool. Mhm. Nicht cool. Ja, wenn ich das auch so sehe. Richtig. Aber wir haben uns beide auf dieses Experiment eingelassen und wollten schauen und sehen, wohin uns das führt. Dass einer von uns beiden eventuell sich verlieben könnte oder es in diese Richtung geht, ne, dass man sich küsst oder sonstiges. Dieses Risiko waren wir uns bewusst, was hätte es dann mir gebracht, wenn Umut. Aua. Wenn ich dieses Experiment nicht eingegangen wäre und dann wäre ich wieder zurück zu einer kaputten, unglücklichen Beziehung wieder zurückgegangen wäre. Umut, ja, ist ja auch, stimmt, aber Dicker, Feingefühl, Junge, die sagte doch noch gerade, ich hab dich geliebt, da kannst du doch nicht dann so, ey, Risiko eingehen hin oder her, hättest du ja vorher wissen können, hättest du ja, Dicker, das checkt eine Frau dann aber nicht, ne, ich hab dir von Anfang an gesehen, dass du das nicht schaffst, ne, aber die hat vielleicht daran geglaubt, Alter, so, und dann geh doch ein bisschen sachter mit der um, meine Fresse. Das hätte es mir gebracht, genauso auch dir nicht, aber so haben wir von einem Tag auf den anderen so einfach eine neue zu suchen. Ich habe so ja gezögert. Ich habe ja nicht direkt emotional. Umut, du redest dich wieder in die Scheiße rein des Todes. Dann gezögert. Ja. Sag doch einfach mal, dass es dir leid tut, Mann. Oder gib uns das Gefühl, Digga. Sonst, ey, das ist echt miese Aktion. Digga, du tust dir Ungutes. Du bist nicht im Recht, Bro.
Ja, ich habe ja nicht direkt am Anfang an. Doch, das waren schon sehr viel körperliche... Guck mal, die Zeit, die ist sehr intensiv dort. Und dass es schwierig ist oder nicht zu wissen, weil man nicht miteinander kommunizieren kann, das war mir uns bewusst gewesen. Trotzdem war es so ein bisschen respektlos von dir. Aber nur ein bisschen. Aber wir haben doch gesagt, dass am Tag davor, bevor Temptation Island VIP überhaupt angefangen hat, haben wir darüber gesprochen. So, dass wir auch davor schon unglücklich waren. Umut, es geht darum, dass es respektlos ist, Digga. Du warst einfach ihr gegenüber, das ist todesrespektlos. Was hättest du denn gesagt, wenn die da mit einem anderen gepoppt hätte? Also, und das wie respektlos dir gegenüber hättest du das erfunden? Also, weißt du, was ich meine? So, du fandest das schon respektlos, Digga, wo die ein Bild rausgeholt haben. Ja, wo die dieses Foto rausgeholt haben und dann am Schwanz gehalten haben. So, das war für dich schon, da bist du ausgerastet. Respektlos bist du ausgerastet, Digga. So, jetzt stell dir vor, die hätte gebumst mit einem von denen. Ja, was wäre da, wie respektlos dir gegenüber, wie sehr hätte das dein Ego gekratzt? So, sag mal ehrlich. Wie sehr hätte das dein Ego gekratzt? So, du musst dich in die Lage reinversetzen, Digga. Und nicht kommen mit nach dem Motto, ey, hätte ja passieren können und bla. Schade, dass es kein Wiedersehen gibt, Bro. Oder mit uns Wiedersehen gibt. Da hätte ich dir das auch so gesagt, ne? Aber, Dicker, du bist nicht im Recht. Glaubst du ihm retrospektiv das, was er da gesagt hat? Ich glaube ihm das schon. Eigentlich, ja? So, und dann wahrscheinlich hat er sich da Kopf über Fuß verliebt einfach. Die Gefühle waren da. Man merkt, dass ich unglücklich bin. Und da habe ich mich dann in eine andere Frau verliebt. Ja. Und die Frau... Ja, aber das ist halt auch so, ne? Dieses, ey, dieses Schieben so auf das Ding, ja, ich war unglücklich und so. Ne? Dafür, das ist der Grund, warum das so dann passiert ist und so. Ne? Finde ich aber, ist zu einfach. Ist mir zu einfach und ist halt einfach so einen Grund suchen, damit man quasi nicht der Schuldige ist. Bist du aber, Umut. Kommst du nicht drum rum. Freunde, die du dich verliebt hast, die holen wir jetzt dazu. Hier ist Emma. Emma. Schön, dass du da bist. Danke vor allem, dass du dich getraut hast zu kommen. Klar. Ich weiß, das ist nicht einfach. Dein Job war es ja zu verführen. Richtig. Das hast du bravourös gemeistert. Ja. Danke. Wir schauen uns die ganze Geschichte jetzt noch mal gemeinsam an. Bin mir angenommen, wenn ich da mit Emma eine Beziehung oder... Also denkst du da auch immer ein bisschen dran, ne? Was heißt ein bisschen dran, aber... Ich mag Emma. Bezugsperson auf jeden Fall. Aber werde ich trotzdem nie vergessen, egal wie betrunken man ist, dass ich eine Partnerin habe. Also ne, zusammenfassend nochmal hier die ganzen Bilder. Umut erst, ne, ich habe keine Bindung zu irgendeiner Frau aufgebaut, ne, ich habe da dies, das, ne. Und ich glaube, die Kandidaten haben alle diese Bilder. Doch, haben sie gesehen. Nee, Jana Maria hat die Bilder gesehen am letzten Lagerfeuer. Aber der Rest der Kandidaten hatte diese Bilder noch gar nicht gesehen, weil diese Folge noch gar nicht online war. Ich finde das ganz schlimm gerade. So, und jetzt willst du mir... Ja, okay, Emma hat's auch nicht gesehen? Oh, ist das selber geschockt? Oder was ist da los? Wurde denen das alle nicht gezeigt? Ich stumpf, ey. Kann nicht mehr. So, und jetzt willst du sagen, dass das alles korrekt war und dass du da... Super, und du hast alles, Jana, also, ne, auch wenn du unglücklich bist, ist das deine Art und Weise, jemanden zu verlassen? So? Ich weiß nicht, was unangenehmer ist, dieses betretene Schweigen oder die Situation? Umut, gib mir doch die Antwort. Unangenehm, definitiv. Also, das so zu sehen. Aber wenn du doch mit der Beziehung abgeschlossen hast, wieso hast du dann nicht abgebrochen? So, weil du auf dieses Date wolltest? Oder? Das hätte ich tun sollen. Das war in dem Moment sehr schön. War sehr schön. Das sieht man. Das aber dann nachhinein natürlich so zu sehen, in dieser Welt,
wo man war, unter diesen Umständen so. Bereust du es? Das bereue ich. Aber nicht. Warum? Das passiert ist, meine Gefühle zu Emma. Aber guck mal, lass es passieren, dass wir jetzt Klarheit haben dafür. So, das ist ja auch genau das, ja, was wir irgendwo wollten. Wir haben danach auch im Flughafen, haben wir danach lange Zeit miteinander verbracht, haben darüber gesprochen. Umut, du weißt immer noch nicht, worum es geht, mein Freund. So, und ich habe mich auch dafür entschuldigt, habe gesagt, hey. Du hast dich erst nach 2 Monaten entschuldigt. Ja, ja, das sage ich doch. Ich habe mich aber entschuldigt, auch bevor überhaupt die Ausstrahlung war. Ich habe mich entschuldigt. Ja. Ich habe dich ja dann angerufen und haben darüber gesprochen. Ja. Es tut mir leid. Wow. Wow, Umut. Also auch wieder ganz schwache Vorstellung. Ne? Ich meine, dass der Umut jetzt da immer noch so erhobenen Hauptes sitzt. So. Das macht ihn einfach unsympathisch. Ja, das macht dich unsympathisch, Umut, Bro, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Sehr unsympathische Vorstellung, weil einfach, das ist todesrespektlos, Digga. Todesrespektlos. Jana Maria, glaubst du, ihm tut es wirklich leid? Ich glaube, jetzt mittlerweile tut es ihm leid. Aber ich glaube, davor halt nicht. Aber jetzt schon. Gut, Jana Maria rettet ihm auch so ein bisschen den Arsch, muss man ganz klar sagen hier, ne? Weil sonst hätte sie jetzt nö gesagt, dann hätte da auch jeder irgendwie gesagt, ja, kann ich mir gut vorstellen. So, ne? Sie rettet ihm jetzt trotzdem noch den Arsch, muss ich ganz klar sagen, ganz großes Dings an Jana Maria, da auch noch so ehrlich zu sitzen und nicht mit so bösen oder mit Groll oder mit Hass gegenüber ihm oder den beiden da zu sitzen, so finde ich ganz groß. Obwohl sie da gedemütigt wurde des Todes so. Aber Umut, Dicker, ich kann nichts damit anfangen gerade. Umut, warum hast du denn da die ganze Zeit gesagt, dass Emma alles rein freundschaftlich wäre? War es nicht. Ich habe eine emotionale Bindung aufgebaut. War auch verliebt, habe Gefühle entwickelt. Es war sehr schön, hat sich sehr, sehr gut angefühlt, wie noch nie zuvor. Das ist ziemlich unsensibel, das gerade gegenüber deiner ehemaligen Freundin zu sagen. Umut. Weil sie in dem Moment tatsächlich noch mit dir in der Beziehung war, falls du es noch weißt. Ja, das stimmt. Das ist der Punkt. Kader, was willst du sagen? Also irgendwie, ohne Umut natürlich nahtreten zu wollen, ich habe das Gefühl, dass du dich oft widersprichst, ja? Und dein Verhalten spricht Bände. Aber deine Aussagen sind immer das Gegenteil, ne? Mhm. Aber man sieht auch die Anziehungskraft zwischen Emma und dir, ist ja auch nicht schlimm. Es kann immer alles passieren im Leben, ja, dass man sich frisch verliebt, neu verliebt, aber da muss man auch einfach stehen. Steht der doch. Nein, er redet sich die ganze Umut, Zeit du warst weder ehrlich zu dir, noch zu den Menschen in deinem Umfeld. Das ist einfach immer dieser Hass auch im Netz. So, und ich... Umut, es geht gar nicht auch darum. Der Hass im Netz, der ist, ich will es nicht sagen, aber der ist, kannst du dich nachvollziehen, Dicker, dass du einfach da ein bisschen anders mit umgehen musst, Dicker, wenn du eine Freundin hast, Dicker, du dich vor laufender Kamera, vor ganz Deutschland erstmal in eine andere Perle verliebst, ja, dass das nicht selbstverständlich ist, dass das passieren kann. Es kann passieren, ja, aber es ist für den anderen, kannst du nicht nachvollziehen, dass sich der andere ein bisschen verletzt fühlt und du dann auch noch einen da wegflankst, Alter? Kannst du das nicht nachvollziehen, dass Jana Maria hat jetzt keinen Groll mehr auf dich, aber dass da Menschen sitzen, die sagen, ey Umut, du bist einfach ein fucking Arschloch, so? Kannst du das nicht nachvollziehen, Bro? Dass die Leute das sagen? Das ist doch logisch, Bro. Hat er auch irgendwo Angst über diesen Ausmaß. Und wollte da nicht offen ehrlich darüber sprechen, weil ich dachte, boah, fuck, da sind diese Gefühle da. Ich hatte Angst. Emma, hat er dir denn kommuniziert, dass du nur eine Freundin bist für ihn? Nein. Also mir wurde nie kommuniziert, dass wir nur Freunde sind. Was hat er dir denn so gesagt? Dass, ich habe halt schnell gemerkt, wie unglücklich die beiden oder Umut auf jeden Fall in deren Beziehung ist. Das hat er mir auch Hints darauf gegeben und hat halt schon deutlich gemacht, dass das eigentlich bei uns beiden eher wie so eine Kennenlernphase hier gerade ist. Oder dass er sich auch durchaus eine Zukunft mit mir vorstellen könnte. Ich finde die ganze Thematik irgendwie schwer greifbar.
ein Umut, der sich sehr oft widerspricht, Wechselbad der Gefühle. Jana, die sehr kühl reagiert hat, sehr reserviert reagiert. Ich will Jana auch nicht zu nahe treten, das ist alles schlimm. Ich finde das alles irgendwie, ich finde beide nicht sehr greifbar. Dann, dass sie so glücklich sind in dem Vorstellungsvideo, keine Probleme ansprechen. Jetzt heißt es, wir haben Temptation nur mitgemacht, um unsere Probleme uns zerstören zu lassen. So. Ich weiß, worauf Janik hinaus aus ist. Ich weiß, worauf der hinaus ist. So. Und zwar, ob die Beziehung zwischen Jana Maria und Umut echt war. Weil, und ich frage mich das gerade auch so ein bisschen, tatsächlich einfach, weil die Reaktionen passen alle irgendwie, das ist alles nicht greifbar, wie Janik sagt. Und ich glaube, darauf will er hinaus. Wortlaut im Großen und Ganzen, super schwer, alles nachzuvollziehen. Was ist denn nach Temptation Island passiert? Oder bin ich jetzt falsch so? Wisst ihr, wollt ihr gerade so in die Schiene rein oder täusche ich mich? Passiert. Also ich glaube, dass Jana halt 2 Tage nach dem Drehschluss halt mit einem Verführer aus der Villa Sex hatte. Was? Nein! Und... What the fuck? Stimmt doch, dafür nicht. Gibt es auch mehrere nein. Beweise. Ja, doch. Und wenn? Wir sind doch immer noch schon getrennt. Das ist ja gerade nicht die Frage. Sondern Lola hat ja gerade gefragt, was unmittelbar nicht, danach nicht passiert genau. ist. Und ich erzähle es gerade nur. Ja. Und ich stelle mir auch die Frage, wenn du wirklich ehrliche Gefühle nicht. Gegenüber einer Person aber hast... Aber es stimmt nicht, 2 Tage nicht. Ich habe mich mit Philipp danach getroffen. Ich hatte was mit ihm, ja, alles gut. Alles super, darf und ich ja machen. Unmittelbar ich nach der Single. Show. Und da frage ich mich halt, wie aber ernst zu nehmen die Gefühle von Jana gegenüber Umut sind, wenn du halt... Das war im August. 2 Tage danach. Aber das stimmt doch gar nicht. Also, ich habe mich im August halt getroffen. Wie ernst zu nehmen halt deine Gefühle gegenüber. Okay, mal ganz kurz. Ihr seid mittlerweile ein Paar oder was ist der? Ja, bitte. Ja gut, wenn du jetzt so anfängst und irgendwie so Scheiße rausholst, ja. Wieso Scheiße rausholen? Ich habe eine Frage beantwortet. 2 Monate danach hat dann Umut mich angerufen und dann haben die gesagt, ja, wir sind kein Paar mehr, so bla bla. Das ist korrekt. Aber ich frage mich, warum private Details meiner Beziehung darf doch einfach beide auf. Du hast angefangen. Zwei Tage danach. Philipp war nie bei mir. Ich finde es ganz furchtbar. Du findest es ganz furchtbar? Ja, ich finde es ganz schlimm, weil Emma super vorwurfsvoll zu Jana spricht. Und sie ist überhaupt nicht in der Position, Jana da irgendwelche Vorwürfe zu machen. Stimmt, auch. Also, was sie da 2 Tage später macht, ist doch scheißegal. Wen juckt denn das noch? Also, ist ja... Weißt du, die haben es geklärt, dann kannst du es machen. Umut hätte genau das machen sollen. Ja? Was Emma ihr jetzt vorwirft, das sehe ich auch so. Und sich daran irgendwo so ein bisschen zu ergötzen, dass Jana ihrer Meinung nach vielleicht auch einen Fehler gemacht hat danach, wo wir alle einer anderen Meinung sind, dass es nicht schlimm ist. Jana kann tun und lassen, was sie will danach. Ja, und ich definitiv, weiß auch, da stimme ich dir auch zu. Und ich habe mich auch nie daran lass ergötzt. Sie gerne einfach mal aussprechen. Das hilft unter dem Strich für eine gute Kommunikation. Ja, und deswegen, ich finde es einfach nur, jetzt da zu sitzen und dann das doch so zu prahlen, ich finde es extrem erniedrigend Jana gegenüber. Ja. Ein bisschen Fingerspitzengefühl in der Situation. Sie sitzt, da musste gerade sich angucken, wie ihr miteinander vögelt. Sorry, aber das ist ein... Ja, absolut, Denise, du hast es doch, du bist es doch. Denise ist wieder da, das ist Denise. Einfach ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob du schon mal betrogen wurdest. Und das ist, wenn einem dann noch so viel Salz in die Wunde gestreut wird. Ja, das ist es auch. Ich finde das auch die ganze Zeit, dass das ein bisschen alles unfair ist der Jana Maria gegenüber. So, ich meine, ey, Umut, kleine Brötchen backen, dicker. So, und dann wunder dich nicht, wenn die Leute dir... Freunde, natürlich keine Hassnachrichten. Ne? Ihr wisst, wir sind viel zu cool, um zu haten. Aber... Umut, wunder dich doch nicht, wenn du dann einen auf den Sack kriegst, weil die Leute dich nicht mögen, Alter. Wunder dich doch nicht. Bei der Vorstellung, würde ich mir doch mal Gedanken machen. Warum schreiben die Leute mir, Umut, du bist ein so und so? Warum? Keiner hat das Recht, aber ich würde mir doch mal einen Kopf machen, weil du einfach rücksichtslos bist. Die Leute haben, wenn sie eine Jana Maria da sitzen, und sei froh, dass die nicht da sitzt und heult, Alter. Sei froh, dass die nicht da noch verletzt sitzt und heult, weil dann wärst du komplett am Arsch. Ja, da würden dich die Leute komplett hassen, weil sie jetzt noch nicht so aggressiv gegenüber dir sind, weil eine Jana Maria damit klarkommt, ja. Trotzdem verhält sich wie ein Arsch, ja. Aber wird die da sitzen und verletzt weinen, Alter, dann wärst du Game Over. Du wärst zerpflückt worden. Bro, du hast auch noch Glück im Unglück, Alter. Glaub mir. Ne? Das ist natürlich jetzt kein Grund, da irgendwie eine Nachricht zu schreiben, Freunde, aber mir passt diese Art und Weise nicht. Einfach
Digga, du vögelst da mit einer anderen vor ihr. Also, sie sieht das so, Digga. Stell dir vor, du wärst ausgerastet. Ich schwöre es dir bei Gott. Du bist ein Türke, Bruder. Ich weiß, ich meine, du hättest den Fernseher eingeworfen. Du hättest den kaputtgeschlagen, den Fernseher, wo du es gesehen hättest. Ich weiß es. Erzähl mir nichts. Das ist, nee. Aber seid ihr jetzt ein Paar oder nicht? Natürlich sind sie ein Paar. Die waren doch schon am zweiten Tag schon verknallt. Warum habt ihr euch getrennt? Wir hatten unsere Differenzen. Ist auch sehr schwierig. Wir führen eine Fernbeziehung. Es ist nicht so einfach. Die Situation war etwas überfordernd. Aber Fakt ist, dass wir unsere Probleme Gott sei Dank bewältigen konnten und jetzt glücklich miteinander sind und das alles, was zählt. So. Vertraust du ihm? Ja. Und ich finde, dass jeder Mensch, ich weiß, ich finde es auch nicht in Ordnung, da stimme ich Jana und euch allen auch definitiv zu, obwohl ich Verführerin war, ist das in keinem Fall in Ordnung zu betrügen. Allerdings hat er das ja nicht in meiner also in unserer Beziehung getan. So, und er hat mir bis jetzt keinen Grund und Anlass gegeben, dass ich mir Sorgen machen müsste und deshalb vertraue ich ihm. Umut, wir hoffen natürlich sehr, dass du aus deinen Fehlern gelernt hast und definitiv. Emma so schätzt, definitiv. Wie es Jana Maria auch verdient hätte. Ich wünsche dir das Allerbeste. Auf jeden Danke. Fall. Ich wünsche dir, dass du einen Mann kennenlernst, der dich zu schätzen weiß. Ja, bestimmt. Der dich nicht betrügt. Emma Umut, ich wünsche euch auch das Beste. Danke, Luba. Ich wünsche mir sehr, dass du daraus gelernt hast. Danke, dass ihr alle Temptation Island VIP so besonders gemacht habt. Es war mit sehr viel Höhen und sehr viel Tiefen verbunden. Ich glaube, keine Emotion blieb aus. Das war das große Wiedersehen von Temptation Island VIP. Was danach geschah, bis ganz bald. Leute, das war's noch nicht ganz von Let's Talk About Temptation Baby, weil ich will unbedingt noch mit den Kandidaten selber sprechen. Zumindest auch für einen Call, dass wir so einen Online-Call machen mindestens. Ja, weil ich habe auch noch ein paar Fragen so, vor allem auch an Umut und so weiter. Ja, aber das war's noch nicht ganz von Let's Talk About Temptation Baby. Das war's aber vom Wiedersehen, ja. Deswegen, wir machen noch ein kleines Special, da will ich auf jeden Fall machen. Und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Ich bin natürlich super happy auch wieder, dass ihr so zahlreich am Start gewesen seid, Freunde. Muss euch da auch echt schönen Dank sagen, ne? Und werde die Staffel natürlich auch wieder, auch wenn es Hand aufs Herz eine langweilige Staffel war. Das war es, ja. Aber zum Ende hin wurde die doch, fand ich, noch interessant und hat noch gerade so kurz vor A8 die Kurve, die Ausfahrt gekriegt, so weißt du. Und ja, aber euch danke ich, Freunde, dass ihr immer wieder dabei wart und danke für die Liebe auch immer, ne? Ich lese immer alle Kommentare. Wünsche euch und euren Familien natürlich auch eine schöne Weihnachten. Obwohl, nee, wir haben Weihnachten vorbei. Ich bin aber kurz vor Weihnachten. Ich wünsche euch auf jeden Fall, wenn ich Weihnachten verpasst habe, euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und euren Familien nur das Beste. Bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr rein und bleibt euren Vorsätzen treu. Und ja, das war's von mir erstmal. Wie gesagt, es gibt noch einen kleinen Talk. Danke euch und wir sehen uns ganz sicher zur nächsten Staffel wieder, wenn es heißt Let's Talk About Temptation Island VIP. Let's go.